Ja, Shalom, Friede sei mit euch. Ich grüße euch zu dem zweiten Teil des Videos über die Clementiner Homilien, wo es über den Fall des Menschen und der Engel geht. Und ich wollte nochmal eben kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt alles schon gelesen hatten. Und zwar ja, haben wir gelesen, dass am Anfang, als noch die Menschen gehorsam gegenüber dem Gesetz waren, noch alle Dinge im Überfluss vorhanden waren. Die schönsten Früchte, die Fülle der Jahre, Freiheit von Trauer, von Krankheit und auch von Bösartigkeit. Aber die Menschen, ja, waren dadurch halt auch furchtlos vor, ja, vor Gott sozusagen halt auch. Und sie waren sich nicht darüber bewusst, dass all das, was sie dort hatten, nur deswegen dort war, weil der Herr es ihnen dort geschenkt hat auch. Und sie haben es dort als selbstverständlich angesehen und sind dadurch in Undankbarkeit verfallen. Und auch da sie die ganzen Dinge, mit denen sie dort gesegnet wurden, auch nicht sich selbst erarbeiten mussten. Der Fluch kam oder das Urteil, man kann ja sich nicht sagen, dass es ein Fluch war. Denn dieses Urteil kam ja auch von Gott erst nach Adam und Eva, dass sie sich im Schweiße ihres Angesichts dort die Dinge erarbeiten sollten, von mit denen sie sich ernähren sollten. Dass sie sich auch, jeder ist ja auch jeder, der selber sich schon mal Dinge erarbeitet hat, der für die Dinge, die er sich gekauft hat, auch arbeiten gegangen ist, der geht auch damit verantwortungsvoller um. Und weiß sie mehr zu schätzen, als wenn er sie irgendwie dort immer wieder nur geschenkt bekommen würde. Und so ist es halt auch hier gewesen. Und ja, sie hatten halt, wie hier nochmal steht, auch keinerlei Leiden, keine Krankheiten und keine anderen Notwendigkeiten. Und dadurch sind sie halt auch in Übertretungen gefallen, Übertretungen des Gesetzes. Und haben dadurch ja auch sind gewisse Leiden über sie gekommen. Und auch deswegen, damit sie sich natürlich wieder nach ihrem Gott umsehen, der sie heilen konnte. Denn das ist nämlich auch ein Teil des Gesetzes Gottes, dass dort, wo man Schlechtes tut, einem dafür auch Schlechtes widerfährt. Und für mich ist das auch ein Teil der Züchtigung. Denn wenn ich dort keine Züchtigung erfahre für das Schlechte, was ich tue, dann werde ich mir dessen ja nicht bewusst, dass dieses Schlechte halt auch Konsequenzen hat. Und man kann dann halt auch nicht erkennen, dass aus Schlechtem nur Schlechtes entsteht. Und dass man sich so dann halt auch für das Gute entscheidet und das Schlechte hinter sich lässt. Und darüber Buße tut und davon umkehrt. Und dann lesen wir ja weiter, dass wegen ihrer Unachtsamkeit und Furchtlosigkeit und ihrer Undankbarkeit, ja, sie stattdessen sich von Gott entfernt haben und stattdessen halt nur böse Dinge getan hatten. Und dann haben die Engel, die im untersten Bereich gewohnt haben, haben dort darum gebeten, haben Gott darum gebeten, dass sie dort zu den Menschen auf die Erde gehen könnten, um dort sie wieder zu dem Gesetz zurückzuführen und zur Dankbarkeit gegenüber Gott und auch zum Gehorsam natürlich, dadurch und damit auch zum Leben. Und ja, sie haben dort erst verschiedene Formen angenommen, dann haben sie auch die menschliche Form angenommen, damit sie den Menschen dort durch einen heiligen Lebenswandel, den sie ihnen dort vorgelebt haben, sie waren quasi ein Licht für die Menschen, so wie wir auch natürlich ein Licht sein sollen, für diejenigen, die in der Finsternis wandeln, in der Dunkelheit. Und so haben es auch diese Engel versucht. Aber die Engel sind gescheitert, weil sie halt auch diesen
menschlichen Begierden und Gelüsten dort zum Opfer gefallen sind, wie hier steht. Und sind dort der Versuchung durch die Frauen erlegen und haben sich dadurch verunreinigt und haben auch dadurch ihre Kräfte verloren und sind danach nicht mehr in der Lage gewesen, zu ihrer ersten Reinheit und zu ihrer eigenen Natur zurückzukehren. Entschuldigung, und selbst waren sie dann auch an die Fesseln des Fleisches gebunden, wie wir hier lesen, und konnten nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Und ja, aus ihrem unehelichen Verkehr mit den Menschentöchtern entsprangen halt die Riesen. Und sie waren von ungezügelter und barbarischer Natur. Und ja, waren natürlich auch größer als Menschen, weil sie von Engeln entsprungen waren. Aber waren auch geringer als die Engel, da sie von Frauen geboren wurden. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass wir hier lesen, dass Gott das Manna für die Riesen hat regnen lassen vom Himmel. Und zwar deswegen, dass sie sich davon ernähren mögen, aber weil sie halt von dieser schlechten und brutalen Natur waren, dieser Bastardnatur, haben sie nur nach dem gelüstet, ja, was durch Blutvergießen und Tod gewonnen wird. Und zwar nach Fleisch. Und das haben wir ja auch in 4. Mose dort gelesen, dass es dem Volk dort nach Fleisch gelüstet hat. Natürlich scheint es in der Bibel so, als ob das halt ja ganz normale Menschen waren, Israeliten halt. Aber hier erscheint es so, als ob das dort halt die Riesen gewesen sind. Und zwar hat Gott deswegen das Manna vom Himmel regnen lassen, damit diese Riesen, wenn sie dort dieses Fleisch essen, nicht als schuldlos deswegen sozusagen erschienen, weil sie halt einen Mangel an Nahrung hatten. Weil sonst hätten sie ja sagen können, ja, wir hatten ja nichts anderes zu essen, dann mussten wir ja darauf zurückgreifen, auf dieses Fleisch. Aber Gott hatte ja dieses Manna dort, nach dem, was hier steht, dort vom Himmel regnen lassen, damit die Riesen halt dementsprechend dort nicht als schuldlos vor ihm erschienen, aufgrund all des Blutvergießens und des Fleischessens, was sie dort begangen haben. Und wie gesagt, weil sie diese böse Natur hatten, haben sie halt nur nach dem gelüstet, was dort halt nach dem Geschmack von Blut, wie es hier steht. Und hier lesen wir noch, als die Tiere immer weniger wurden, da fingen diese Bastardmänner auch damit an, menschliches Fleisch zu essen. Und ja, hier lesen wir dann nochmal, dass durch das Vergießen von all dem Blut sogar die Luft verunreinigt wurde und alle krank gemacht hat. Dass dadurch die Menschen immer anfälliger für Krankheiten wurden und auch vorzeitig starben. Und durch diese Verunreinigung durch das Blut begannen auch hier erstmals giftige und tödliche Kreaturen dort zu entstehen. Und weil alles halt dort immer schlimmer wurde, wegen dieser brutalen Dämonen, wie hier steht, hat Gott sich entschieden, ja, die Flut über die Erde zu bringen und halt den heiligen Überrest, bestehend aus Noah und seiner Familie dort, zu erretten und nochmal von vorne zu beginnen. Weiter lesen wir hier noch. Genau, da hat dort der Herr ein Gesetz gegeben für diese Dämonen, diese bösen Geister und gefallenen Engel. Und zwar hat Gott dort geboten, dass diese nur dann Macht hatten über Menschen, wenn diese sie vorher sozusagen angebetet haben, dadurch, dass sie ja dem Bösen gefolgt sind, sozusagen halt auch. Hier steht,
Schlacht- und Trankopfer halt dargebracht haben, sich an seinen Tisch, also an den Tisch der Dämonen gesetzt haben, durch Essen von Fleisch, Vergießen von Blut und mit dem sich selbst füllen, mit dem, was von anderen Tieren gerissen wurde oder was erschlagen oder erdrosselt wurde oder mit etwas anderem, was unrein ist. Aber er sagt auch, diejenigen, die sein Gesetz befolgen, die dürfen sie nicht antasten, sondern sollen sie ehren und vor ihnen fliehen. Und sein Gesetz dort befolgen bedeutet natürlich dann halt, sich von allem fernzuhalten, was durch Blutvergießen und durch Tod gewonnen wird, und auch nichts natürlich davon zu essen. Und genau, und hier steht nochmal, dass wenn einer von denen, die ihn anbeten, also die Gott anbeten, dort in die Irre geht, durch Ehebruch oder das Praktizieren von Magie oder irgendwelche anderen Dinge, die ihm nicht wohlgefällig sind, dann werden sie dort eine angemessene Strafe durch die Hände der gefallenen Engel oder auch durch andere Hände dort erleiden müssen, gemäß seinem Gesetz. Und ja, für die, die sich dort davon abkehren und in Aufrichtigkeit darüber Buße tun, denen wird er halt vergeben. Und Petrus sagt dann hier und spricht dort zu den Menschen: Ihr ignoriert immer noch dieses Gesetz, dass jeder, der Dämonen anbetet oder ihnen opfert oder an ihrem Tisch teilnimmt, ihnen untertan wird und alle Strafe von ihnen erhält, weil sie unter der Herrschaft des Bösen sind. Und ihr, die wegen der Unwissenheit über dieses Gesetz neben ihren Altären verdorben wurdet und euch mit dem ihnen geopferten Essen gesättigt habt, seid unter ihre Macht gekommen und wisst nicht, wie ihr euch und euren Körpern in jeder Hinsicht damit schadet. Und er sagt hier weiterhin, dass nicht einmal ihr Oberster etwas tun kann, was gegen das von Gott auferlegte Gesetz dort verstößt. Und er hat keinerlei Macht über irgendjemanden, der ihn nicht zuvor anbetet. Und kann ihn deshalb aber auch nicht verletzen, sondern das Einzige, was er tun kann, was er auch halt mit Jeschua getan hat, in der Wüste, nach den 40 Tagen, die er dort gefastet hat, ist uns zu versuchen, damit wir dort Dinge tun, die uns Macht, die ihm viel mehr Macht über uns geben. Das heißt, er versucht uns pausenlos mit Dingen, die böse sind und die Sünde sind vor Gott. Und das nur aus dem einen Grund, damit er halt auch rechtmäßig dort Macht über uns bekommt, damit, weil wir uns vorher an seinen Tisch gesetzt haben, ihn angebetet haben oder eine dieser Dinge getan haben, von denen wir vorhin oder von denen ich vorhin gerade geredet habe, die halt gegen das heilige Gesetz Gottes verstoßen. Genau, und hier lesen wir auch nochmal, dass er, nachdem er der Satan dort versucht hatte, Jeschua dort zu verführen, aber es nicht geschafft hat, hat er es für den Rest seines Lebens verlassen, unterlassen, ihn weiter zu versuchen. Aber die das Gesetz Jeschuas nicht kennen, sind halt durch Unwissenheit oft, durch ihre gesetzlosen Taten unter seiner Macht. Und leiden deswegen halt auch in diesem Leben und werden von Dämonen tyrannisiert und zudem halt auch noch im kommenden Leben, wo die Seelen dort bestraft werden für diese Dinge. Und hier sagt er weiter: Das alles erleidet ihr nicht allein durch eure Unwissenheit, sondern auch durch einige unserer Nationen,
die durch ihre schlechten Taten und die Macht des Prinzen der Schlechtigkeit gebracht wurden, unter die Macht des Prinzen der Schlechtigkeit gebracht wurden, wie Personen, die von ihrem Vater, der die Hochzeit seines Sohnes feiert, zu dessen Feier eingeladen wurden, aber nicht darauf gehört haben. Und mit diesen Menschen meint er meines Erachtens definitiv dort die Pharisäer und Sadduzäer, die über die Jeschua ja auch viel und immer wieder spricht, dass man sich vor dem ihrem Sauerteig und ihren falschen Lehren dort hüten soll. Und in den apokryphen Evangelien sagt er auch, dass sie daran schuld waren, an all diesem Blutvergießen und Fleischessen, weil sie es dort als Gebote Gottes verkauft haben und somit sich selbst und auch allen anderen, die ins Himmelsreich wollten, dort den Weg dahin versperrt haben. Genau, und dann lesen wir hier weiter noch, dass ja, diejenigen, die eingeladen wurden, aber wegen der weltlichen Dinge dort, wie hier steht, zu beschäftigt waren, um dorthin zu gehen zu der Hochzeit, wurden dann halt auch noch andere quasi eingeladen, und das sind natürlich die Heiden, von denen hier die Rede ist, die vorher sozusagen vom Bankett ausgeschlossen waren, aber nun durch die Buße sozusagen quasi sich ein neues sauberes Hochzeitskleid, sich mit einem neuen sauberen Hochzeitskleid dort bekleiden können und somit an der Hochzeit dort teilnehmen können. Genau, und hier spricht er nochmal zu denen, die mehrere Götter anbeten, und sagt ihnen, dass die Flut ein Beweis dafür ist, dass Gott die Gottlosen zerstört, aber den Gerechten errettet, so wie er Noah errettet hat, und dass deswegen, nur weil diese Menschen dort in der Mehrheit sind, die dort mehrere Götter anbeten, sich noch lange nicht dort auf der sicheren Seite wägen sollten, denn nur weil sie dort mehrere sind, das heißt noch lange nicht, dass sie auch im Recht sind, sondern eher im Gegenteil. Denn wie wir wissen, ist der Weg der Verdammnis ja auch breit und viele wandeln auf ihm. Und das sagt er ihnen hier nochmal, dass sie sich dort gewaltig täuschen, wenn sie meinen, nur weil sie in der Mehrheit sind, dass sie daher halt auch im Recht sind. Genau, und hier wird auch nochmal prophezeit, sozusagen, oder das heißt nicht prophezeit, aber hier wird nochmal darüber Auskunft gegeben, dass nach seinem Tod, also nach Noahs Tod, seine Nachkommen dort begierig waren zu herrschen und zu regieren und deswegen dort untereinander halt auch dort Kriege geführt haben und Ränke und Streitigkeiten untereinander und einander getäuscht haben. Und all diese Dinge nur, um das Königreich dort an sich zu reißen. Und das nochmal eben zur Wiederholung. Hier geht es gleich weiter und ich wollte euch nochmal eben Dinge hier zeigen, die dort auch nochmal das widerspiegeln und dass auch dort daraus hervorgeht, dass Petrus sich da halt vielleicht auf das Buch der Jubiläen, jetzt eher indirekt vielleicht, aber auf definitiv auf das Buch Henoch dort bezieht. Und deswegen wollte ich euch das nochmal eben kurz vorlesen. Und ja, das hier ist jetzt aus dem Buch der Jubiläen über die drei Gründe, wegen denen die Sintflut über die Menschen gekommen ist. Und da lesen wir, denn aus diesen drei Gründen war die Sintflut über die Erde gekommen, nämlich wegen der Hurerei, in der die Wächter gegen die Vorschriften ihrer Rechtsbefugnis mit den Menschentöchtern gehurt und sich zu Weibern genommen hatten von allen, die sie sich erwählt. Und so machten sie den Anfang der Unreinheit, und sie zeugten Kinder, die Nephilim,
Und sie waren alle ungleich und fraßen einer den anderen, und es tötete Jerbach den Nephil, und Nephil tötete Eljo, und Eljo die Menschenkinder, und ein Mensch den anderen. Und ein jeder wandte sich dazu, Ungerechtigkeit zu verüben und viel Blut zu vergießen, und die Erde war voll von Ungerechtigkeit. Und danach sündigten sie an den Tieren und Vögeln und allem, was sich regt und was auf der Erde geht. Und es wurde viel Blut auf der Erde vergossen, und alle Gedanken und Wünsche der Menschen dachten Eitles und Böses an allen Tagen. Und Gott vertilgte alles von der Oberfläche der Erde, wegen der Bosheit ihres Tuns und wegen des Blutes, das sie mitten auf der Erde vergossen hatten. Ja, das ist quasi nochmal wie so eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir eben gerade gelesen haben. Und jetzt wollte ich euch nochmal das aus dem Buch Henoch zeigen. Muss ich nochmal eben schnell hochscrollen. Genau, hier geht es los. Und ich wollte jetzt eben Kapitel 6, 7 und 8 lesen und danach noch eben Kapitel 15. Und hier in Kapitel 6 steht geschrieben: Und als die Menschenkinder zahlreich geworden waren, da wurden ihnen in jenen Tagen schöne und liebliche Töchter geboren. Und es sahen sie die Engel, die Söhne der Himmel. Und sie begehrten ihrer und sprachen untereinander wohl an: Wir wollen uns Weiber auswählen aus den Menschenkindern und uns Kinder erzeugen. Da sprach zu ihnen Semjasa, der ihr Oberster war: Ich fürchte, ihr dürftet vielleicht keinen Gefallen daran finden, dass diese Tat ausgeführt werde, und ich werde allein für eine große Sünde büßen müssen. Sie aber antworteten ihm alle: Wir wollen alle einen Eid schwören und einander durch Verwünschung verpflichten, diesen Plan nicht aufzugeben, vielmehr diesen Plan zur Tat werden zu lassen. Da schwuren sie alle zusammen und verpflichteten einander dazu durch Verwünschung. Und es waren im Ganzen 200. Und sie stiegen herab auf den Adis, das ist der Gipfel des Berges Hermon. Und sie nannten ihn Berg Hermon, weil sie auf ihm geschworen und einander durch Verwünschung verpflichtet hatten. Und das sind die Namen ihrer Obersten: Semjasa, ihr Oberster, Arakib, Aramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Sakile, Samsiel, Satariel, Turiel, Jomiel, Arasiel, das sind ihre Dekarchen. Diese und die übrigen alle mit ihnen, und sie nahmen sich Weiber, und ein jeder wählte sich eine aus, und sie fingen an, zu ihnen hineinzugehen, und sie vermischten sich mit ihnen und lehrten sie Zaubermittel und Beschwörungen und zeigten ihnen das Schneiden der Wurzeln und Hölzer, und jene wurden schwanger und gebaren mächtige Riesen, deren Länge 3000 Ellen war, welche allen Erwerb der Menschen verzehrten, bis die Menschen sie nicht mehr zu ernähren vermochten. Da wandten sich die Riesen gegen sie selbst, um die Menschen zu fressen. Und sie fingen an, sich an den Vögeln und an den Tieren, an dem, was da kriecht, und an den Fischen zu versündigen. Sie fraßen untereinander ihr eigenes Fleisch und tranken das Blut davon. Da klagte die Erde über die Gewalttätigen. Und hier lesen wir nochmal, dass Azazel die Menschen lehrte, auch dort in der Kriegskunst. Nämlich dort Messer, Schwerde, Schilde, Brustpanzer und all solche Dinge dort herzustellen. Genau, hier ist nochmal die Rede von Beschwörern, Wurzelschneiden, Beschwörungen und all solche Dinge, die dort von den gefallenen Engeln den Menschen gelehrt wurden. Das heißt, auch das ist im Einklang mit dem, was Petrus dort lehrt, dass quasi die Sünde dort auch durch die gefallenen Engel über die Menschen kam, dass sie die dort hineingeführt haben sozusagen
indem sie sie alle diese Dinge dort gelehrt haben, die dem himmlischen Vater ein Gräuel sind. Und jetzt nochmal eben zu Kapitel 15. Da geht es los. Da geht jetzt, er geht jetzt das Urteil des Allerhöchsten über die gefallenen Engel. Die gefallenen Engel hatten vorher Henoch dort zum Allerhöchsten geschickt, damit er für sie dort fürbittet und dort für sie um Erbarmen bittet beim Allerhöchsten. Und dort spricht Gott: Fürchte dich nicht, Henoch, du gerechter Mann und Schreiber der Gerechtigkeit. Tritt heran und höre mein Wort. Und geh hin und sage den Wächtern des Himmels, die dich geschickt haben, für sie zu bitten: Ihr hättet für die Menschen bitten sollen, aber nicht die Menschen für euch. Das war ja der Grund, warum sie dort auf die Erde von Gott auch geschickt wurden. Oder beziehungsweise warum es ihnen erlaubt wurde, auf die Erde zu kommen. Damit sie ja die Menschen dort von all diesen bösen Dingen dort befreien auch und wieder zu einem heiligen Lebenswandel zurückführen. Und nun hatten sie sich selber dort verunreinigt durch solche Dinge, durch solche menschlichen Dinge und haben die Heiligkeit im Himmel dort und die Ewigkeit im Himmel aufgegeben für solche vergänglichen Dinge. Und weiter spricht dort der Allerhöchste: Warum habt ihr den hohen und heiligen ewigen Himmel verlassen und bei den Weibern geschlafen und mit den Töchtern der Menschen euch verunreinigt und habt euch Weiber genommen und wie die Kinder der Erde getan und Riesensöhne erzeugt? Und ihr wäret doch heilig, geistig, teilhaftig des ewigen Lebens und habt euch nun durch das Blut der Weiber verunreinigt und mit dem Blute des Fleisches Kinder gezeugt und nach dem Blute der Menschen begehrt und habt Fleisch und Blut hervorgebracht, wie auch die zu tun pflegen, die da sterblich und vergänglich sind. Darum habe ich ihnen Weiber gegeben, dass sie dieselben besamen und Kinder von ihnen erhalten, auf dass so nichts auf Erden fehle. Ihr aber seid zuvor geistlich gewesen, teilhaftig des ewigen und sterblichen Lebens für alle Geschlechter der Welt. Darum habe ich für euch keine Weiber geschaffen, denn die Geistigen des Himmels haben ihre Wohnung im Himmel. Und nun die Riesen, welche von den Geistern und Fleisch gezeugt worden sind, böse Geister werden sie auf Erden genannt werden, und auf der Erde wird ihre Wohnung sein. Böse Geister sind aus ihrem, also der Riesenleibe, hervorgegangen, weil sie von oben her geschaffen wurden und von den heiligen Wächtern ihr Anfang und die erste Grundlage stammt. Böse Geister werden sie auf Erden sein und böse Geister genannt werden. Die Geister des Himmels sollen im Himmel ihre Wohnung haben und die Geister der Erde, die auf Erden geboren wurden, sollen auf Erden ihre Wohnung haben. Und die Geister der Riesen, der Wolken, die da Gewalttat üben, Vernichtung bringen, fallen, kämpfen, Zerstörung auf Erden anrichten und Leid bringen, die nicht die geringste Speise essen, nicht Durst leiden und nicht wahrzunehmen sind. Und die Geister werden sich gegen die Menschenkinder und gegen die Weiber erheben. Entschuldigung, denn sie sind von ihnen ausgegangen. Das heißt, ja, hier verdammt quasi der himmlische Vater dort diese gefallenen Engel dafür, dass sie dort für immer auf der Erde bleiben müssen, weil sie sich dort auch für dieselbige entschieden haben und dort die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben haben, für die menschlichen Dinge, die vergänglichen Dinge. Ja. Und hier sagt der Allerhöchste zum Schluss noch: Und diese Geister werden sich gegen die Menschenkinder und gegen die Weiber erheben, denn sie sind von ihnen ausgegangen. Das heißt, sie werden halt auch versuchen, die Menschenkinder dort ja in alle möglichen Sünden zu verstricken und dadurch halt auch gefangen zu nehmen, sich diese dadurch halt auch untertan zu machen und dort Macht über sie zu gewinnen durch diese Dinge. Und als ich das erste Mal gelesen habe oder vor kurzem nochmal gelesen habe, da musste ich an das denken, was hier dort geschrieben steht.
in 1. Mose 3 nach dem Fall von Adam und Eva. Und da steht auch hier geschrieben: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das hat nochmal für mich auf jeden Fall einen ganz anderen Kontext jetzt und einen ganz anderen Zusammenhang, eine ganz andere Perspektive dort gegeben, als es zuvor der Fall war. Und ja, das wollte ich euch hierzu nochmal zeigen. Und ja, ich wollte dazu nochmal eine Kleinigkeit sagen. Und zwar geht es halt auch darum, dass Menschen sagen, wie kann Gott Böses erschaffen? Wieso hat Gott Böses erschaffen? Hat er überhaupt Böses erschaffen oder war es jemand anders? Und dazu kann ich nur sagen, dass Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist eine freie Entscheidung. Und die Liebe bedarf auch des freien Willens. Denn wenn ich mich nicht für die Liebe entscheiden kann, ist die Liebe nicht von Wert, sondern wäre eine erzwungene und aufgedrängte Liebe. Aber Liebe drängt sich nicht auf und kann auch nicht erzwungen werden. Und von daher ist es halt eine Zwangsläufigkeit, dass der himmlische Vater halt auch allen Wesen, die er erschaffen hat, auch einen freien Willen gegeben hat. Und aufgrund dessen kann man eigentlich nicht sagen, dass Gott das Böse erschaffen hat, sondern er hat lediglich die Möglichkeit dazu erschaffen. Er hat die Möglichkeit zu beidem erschaffen, die Möglichkeit, Böses zu tun. Und auch die Möglichkeit, Gutes zu tun. Und somit kann man meines Erachtens auch nicht sagen, dass Gott das Böse erschaffen hat, sondern derjenige, der das Böse tut, der hat es erschaffen. Und da Gott das Böse nicht tut und auch keine Finsternis in ihm zu finden ist, sondern er reines und vollkommenes Licht ist und reine und vollkommene Liebe, hat Gott halt auch nicht das Böse erschaffen, sondern in erster Linie natürlich der Satan und die gefallenen Engel. Und danach halt auch natürlich die Menschen, die halt, ja, die Schöpfung dort, man kann sagen, seit Anbeginn halt auch vergewaltigt haben. Heute mehr denn je. Und wenn wir heute noch so weitermachen mit dem, wie wir es im Moment tun, dann wird das innerhalb von dieser Generation noch zugrunde gehen. Und wir werden in allen Bereichen dort extrem zu büßen, darunter zu büßen haben und extrem darunter leiden. Sei es das Grundwasser, das Süßwasser halt und oder auch die anderen Ressourcen alle. Ja, die Fische, die Tiere im Meer, die ländlichen Ressourcen, all das wird im Moment gerade in erschreckender Geschwindigkeit dort zugrunde gerichtet. Und das hat Gott nicht erschaffen, sondern Gott hat einen freien Willen erschaffen. Aber da der Mensch leider heutzutage und auch von damals an bis heute hin immer weniger erkennt, dass er auch eine geistliche Natur hat, dass der Mensch nicht nur Fleisch und Blut ist, sondern auch aus Geist besteht und vor allen Dingen auch aus Geist besteht, mehr als aus Fleisch und Blut. Denn Fleisch und Blut sind vergänglich, aber der Geist und die Seele sind ewig. Und ja, von daher sollten Fleisch und Blut in unserem Leben halt auch nur eine vergängliche Rolle spielen, eine untergeordnete Rolle spielen, im Gegensatz zu dem Geistlichen, Ewigen. Und das ist halt über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer und immer mehr verloren gegangen. Und das natürlich auch durch die unheiligen Gesetze des Satans, die er dort seit, ja,
seit vielen, vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden halt auch als die Lehren und Gebote Gottes dort verkauft. Und das wollte ich dazu nochmal gesagt haben, dass Gott, Entschuldigung, dass Gott halt nicht das Böse erschaffen hat, sondern er hat die Möglichkeit zu beidem erschaffen. Und er hat auch von Anfang an den Menschen gesagt, dass, ja, dass sie gehorsam sein sollen, dass sie das Leben wählen sollen über den Tod. Denn der Gehorsam führt zum Leben und der Ungehorsam führt zum Tod. Und er hat ihnen auch sein heiliges Gesetz gegeben. Und sein heiliges Gesetz ist nicht schwer, denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, die Liebe, die zum Wohl aller tut. Und ja, die Liebe ist äußert sich derart, dass man halt niemandem etwas antut, was man selber nicht möchte, dass einem angetan wird. Und dass man selber den oder allen das tut, was man sich selbst auch wünscht, dass einem getan wird. Und das sind wirklich keine schweren Gesetze. Das gebietet eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Und nichtsdestotrotz ist der Mensch immer wieder eher dort bereit, Gott für alles die Schuld zu geben, ihn für all diese Dinge verantwortlich zu machen, anstatt sich selber mal an seine eigene Nase zu fassen und die Fehler bei sich zu suchen und dementsprechend auch diese Fehler dort auszumerzen und sich dem daraus zu lernen und dem Guten zuzuwenden. Genau, und jetzt haben wir hier noch, geht es weiter hier nochmal, Kapitel 10 und 11 aus Homilie 9. Und da geht es nochmal ein bisschen über die Dämonen. Und hier steht aber der Grund, warum die Dämonen danach trachten, in die Körper der Menschen einzudringen, ist dieser. Da sie Geister sind, die Verlangen nach Fleisch und Getränken und sexuellen Vergnügungen haben, aber aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht in der Lage sind, daran teilzuhaben, doch durch den menschlichen Körper können sie in den Genuss der Dinge kommen, nach denen sie sich sehnen, indem sie sich den Menschen untertan machen. Das leuchtet auch ein, weil wie gesagt, die Geister der gefallenen Engel, die sind dazu verdammt worden, hier auf der Erde zu weilen und dort halt auch, wie soll ich sagen, dort diese Versuchung zur Sünde doch die ganze Zeit dort über die Menschen zu bringen. Auch aus dem, auch natürlich auch deswegen, damit der Mensch halt auch das Gute vom Bösen dort lernt zu unterscheiden und sich für das Gute entscheidet. Und nicht, also als aus Züchtigung, aus Liebe sozusagen und nicht als Rache oder irgendwie was Ähnliches. Und ja, genau, dadurch, dass sie dort sich die Menschen dort untertan machen, indem sie sie dort zu solchen Sachen verführen, sind diese Geister dann in der Lage, dort ihr Verlangen nach Fleisch, nach alkoholischen Getränken sozusagen, nach Rausch dort, nach sexuellen Vergnügungen dort zu stillen, indem sie sich halt dort diese Menschen untertan machen, damit sie ihnen dienen und so diese gewünschten Dinge dort erhalten können, sei es Fleisch oder sexuelle Lust. Und weiter sagt Petrus hier, um Dämonen in die Flucht zu schlagen, sind die nützlichsten Hilfen die Enthaltsamkeit, das Fasten und andere Bedrängnisse zu erleiden. Denn wenn sie in den Körper der Menschen eintreten, um an deren Vergnügungen teilzuhaben, ist es offensichtlich, dass sie durch Leiden in die Flucht geschlagen werden. Da aber einige bösartiger sind, im Körper bleiben und diesen bestrafen, obwohl sie damit auch selbst bestraft werden, ist es notwendig, durch Gebete und Fürbitten Zuflucht bei Gott zu suchen und sich von jeder Unreinheit fernzuhalten. Denn erst dann kann er durch die Hand Gottes Heilung erfahren, dadurch, dass er wieder rein und gesetzestreu ist. Aber es ist notwendig, in unseren Gebeten anzuerkennen, dass wir Zuflucht bei Gott genommen haben und darüber Zeugnis ablegen,
damit der Dämon dadurch in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird. Die Dämonen wissen anhand der Festigkeit des Glaubens der einzelnen Menschen, von denen sie Besitz ergreifen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie in deren Körper bleiben können. Ist auch interessant, also nach dem, was hier steht, wissen die Dämonen quasi halt auch sogar, wie stark dort unser Glaube ist und auch wie, ja, wie quasi leidensfähig wir sind und wie gesetzestreu wir sind und können sogar daran erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie es schaffen, quasi dort diesen Körper weiterhin unter ihre Macht zu bringen. Darum bleiben sie beständig in den Körpern der Ungläubigen, bleiben für eine Weile bei den Schwachen im Glauben, in den Körper derer aber, die festen Glaubens sind und die Gutes tun, können sie nicht einmal für einen Augenblick bleiben. Denn das Wesen der Seele verwandelt sich durch den Glauben, sodass sie dieselbe Natur wie Wasser hat und somit das Feuer des Dämonen löscht. Und das spiegelt auch nochmal sozusagen wieder, dass auch Jakobus ja gesagt hat, dass wenn wir dort nach dem Gesetz der vollkommenen Freiheit sozusagen wandeln, dass die Dämonen und der Satan vor uns fliehen müssen. Und weiter sagt Petrus hier noch, daher sollte jeder besorgt und stets bemüht sein, die Dämonen in die Flucht zu schlagen. Denn wenn sie sich mit den Seelen der Menschen verbunden haben, können sie den Menschen das Verlangen nach fleischlichen Dingen und Vergnügungen einreden und somit seine Errettung verhindern. Ja, das war das. Jetzt kommt aus der gleichen Homilie nochmal Kapitel 19 bis 21. Und dort lesen wir, denn Gott ist allmächtig, gut und gerecht, denn jetzt ist er noch langmütig und geduldig, damit diejenigen, die erkennen und dazu bereit sind, über ihre bösen Taten Buße zu tun und sich davon abkehren, um zu leben an dem Tag, an dem alle Dinge gerichtet werden, eine würdige Belohnung erhalten. Deshalb fangt an, Gott aus gutem Wissen zu gehorchen und eure bösen Begierden und Gedanken bösen Begierden und Gedanken entgegenzutreten, damit ihr in der Lage seid, zum ursprünglichen rettenden Gottesdienst zurückzufinden, wie er für die Menschheit bestimmt war. Denn so werden euch Segnungen sofort zuteil werden, und wenn du sie empfängst, wirst du in der Lage sein, den Versuchungen des Bösen zu widerstehen. Und über den Gottesdienst, über den Kephas dort spricht, das hatte ich ja auch schon zitiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch alles zusammenkriege, aber auf jeden Fall zählt dazu, dort Gott halt auch zu ihm zu beten, ihn um alles zu bitten und damit halt auch anzuerkennen, dass alles Gute von ihm kommt. Dass man sich ja auf jeden Fall auch vom Tisch der Dämonen fernhält, dass man nichts isst, was durch Blutvergießen gewonnen wurde, nichts Ersticktes, nichts Erdrosseltes oder ähnliches, überhaupt kein tierisches dort zu essen und auch keine starken Getränke zu sich zu nehmen, sich nach dem Geschlechtsverkehr zu waschen und für die Frauen auch nach den Reinheitsgeboten zu leben. Und ja, mir fällt mir jetzt direkt nicht mehr ein. Und ja, genau, aber sich auch von aller Unzucht natürlich fernzuhalten. Und ja, ich hatte das in einem anderen Video dort schon besprochen, in den Clementiner Homilien, Part 1 war das. Beziehungsweise Clementiner Homilien 1, das Video. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und weiter sagt er hier, aber danke dem Geber dieser Segnungen für all die unaussprechlichen guten Dinge und dafür, dass ihr zusammen mit dem König des Friedens herrschen dürft.
Aber wenn ihr euch im gegenwärtigen Leben in einem fließenden Fluss oder Brunnen oder im Meer mit der dreimal gesegneten Anrufung wascht, werdet ihr nicht nur in der Lage sein, die Geister, die in euch lauern, zu vertreiben, sondern dadurch, dass ihr nicht mehr sündigt und ohne jeden Zweifel an Gott glaubt, könnt ihr auch böse Geister und schreckliche Dämonen mit schrecklichen Krankheiten von anderen austreiben. Ja, damit ist halt auch hier die Taufe gemeint, die Taufe zur Vergebung der Sünden, die Wassertaufe. Und weiter heißt es hier noch, und manchmal werden sie sogar fliehen, wenn du sie nur anschaust. Denn sie kennen diejenigen, die sich Gott hingegeben haben. Denkt aber nicht, dass wir deswegen keine Dämonen fürchten, denn wir sind von derselben Natur wie ihr, nur leben wir im richtigen Gottesdienst. Deshalb sind wir euch nicht nur ein bisschen, sondern ganz und gar überlegen. Denn wir missgönnen euch nicht, so zu werden wie wir, sondern im Gegenteil, wir raten es euch, weil wir wissen, dass Dämonen über alle Maßen diejenigen ehren und fürchten, die sich mit Gott versöhnt haben. Und das ist auch nochmal wichtig, das dort zu wissen, dass, wie Jeschua auch sagt, wir haben dort auch Macht über diese Dämonen. Wenn wir Gott wohlgefällig leben und nach seinem heiligen Gesetz leben, dann müssen sie vor uns fliehen. Dann sind sie diejenigen, die unter unserer Macht stehen. Aber wenn wir halt in Unwissenheit dort den unheiligen Gesetzen des Satans verfallen sind und daran gefangen sind, dann haben sie Macht über uns. Und das in dem Sinne halt auch zu Recht, weil es nach dem Gesetz Gottes so festgelegt wurde. Und wie ich gesagt habe, halt auch natürlich der Züchtigung des Menschen dient. Denn wenn man ja, dort nicht merkt, dass man dort auch Fehler tut, und sondern dass diese noch belohnt werden, so nach dem Motto, dann wird man diese auch nicht als Fehler erkennen und daraus lernen und davon umkehren. Und weiter steht hier noch, denn ebenso wie die Soldaten, die unter einen der Obersten des Cäsars gestellt sind, wissen, dass sie diejenigen ehren, der ihnen Autorität und Ehre, Entschuldigung, der ihnen ihre Autorität verliehen hat, sodass die Befehlshaber zu diesem sagen können, komm und er kommt, und zu einem anderen, geh und er geht, so wird auch derjenige, der sich Gott hingibt und ihm treu ist, von den Dämonen gehört, wenn er zu ihnen und ihren Krankheiten spricht. Und die Dämonen weichen, obwohl sie viel stärker sind als diejenigen, die Autorität über sie bekommen haben. Denn mit unaussprechlicher Macht macht Gott den Geist desjenigen dienstbar, so wie es ihm gefällt. Entschuldigung. So, dann haben wir noch einen kleinen abschließenden Teil aus Kapitel 22 bis 23. Und dort heißt es aber dennoch, obwohl alle Dämonen mit allen Krankheiten vor dir fliehen, sollt ihr euch nicht nur darüber freuen, sondern vielmehr darüber, dass eure Namen durch Gnade im Buch des Lebens geschrieben sind. Das hat ja auch Jeschua gesagt, als seine Apostel wiedergekommen sind. Und weiter heißt es hier, so freut sich auch der göttliche Heilige Geist, weil der Mensch den Tod überwunden hat. Denn das Fliehen der Dämonen bedeutet die Sicherheit des Menschen. Aber das sagen wir nicht, weil wir leugnen, dass wir anderen helfen sollen, sondern dass wir uns dadurch nicht aufblähen, sondern uns selbst verleugnen. Daher wähle ich, den einen Gott zu verehren, dem Tisch der Dämonen fern zu bleiben, in Keuschheit, Wohltätigkeit und Rechtschaffenheit zu leben. Das ist nochmal hier der Gottesdienst quasi, den er hier auch nochmal empfiehlt und den er se selber auch gewählt hat. Und mit der dreimal gesegneten Anrufung zur Vergebung, das ist halt die Taufe im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, zur Versöhnung oder Vergebung der Sünden, dort im Wasser getauft zu werden und sich so viel wie möglich dem Herrn zu widmen, denn durch Vollkommenheit und Reinheit könnt ihr der ewigen Strafe entkommen und festgesetzte Erben ewiger Segnungen sein. Ja, das war's zum zweiten Teil der Clementiner Homilien.
Ich hoffe, das alles war nochmal interessant für euch und auch ein Segen für euch. Und wie gesagt, ich hoffe, diese Parallele aus dem Buch der Jubiläen und aus dem Buch Henoch vor allem auch hat euch nochmal gezeigt, dass dass dort auch ja, viele, viele Übereinstimmungen sind und Parallelen sind. Und auch Jeschua selbst hat auch Dinge aus dem Buch Henoch gelehrt. Zum Beispiel dort, wo er gefragt wurde über einen Mann, der quasi mit einer Frau verheiratet war, aber keine Kinder bekommen hat. Und er hatte noch sechs Brüder. Und steht da geschrieben, dass der nächst ältere Bruder dann die Frau übernehmen muss. Und dort war halt der Fall, dass alle sechs Brüder sie dort quasi hatten, aber keiner mit ihr dort ein Kind gezeugt hat. Und dann werden, oder wird Jeschua halt gefragt, wie ist es dann nach der Auferstehung quasi, wer wird dann ihr Mann sein im Himmel? Und da sagt Jeschua ja, dass dass dort nach der Auferstehung gibt es keine Heirat mehr und auch ja, keinen Geschlechtsverkehr sozusagen mehr, denn alle werden sein wie die Engel. Das haben wir eben auch gelesen, dass der himmlische Vater da gesagt hat, dass er die Verbindung zwischen Mann und Frau nur auf der Erde gegeben hat, weil die Erde halt dort vergänglich ist, aber dort im Himmlischen, wo alles ewig ist und heilig, dort gibt es halt keine ja, keine Vereinigung zwischen Mann und Frau. Und ja, das war es jetzt zu den Clementiner Homilien, was ich hier in den Videos dort behandeln wollte. Wer sich dort darüber informieren möchte, der kann das gerne noch weiter auch tun. Ich hatte ja bereits gesagt, dass die Ressourcen da im Internet eigentlich nur englisches Material hergeben. Da kann sich jeder dort ein PDF, eine PDF-Datei aus mehreren Quellen dort runterladen. Und im Deutschen gab es halt, wie gesagt, ein Buch, aber das kostet auch 79 Euro Minimum. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr es vielleicht gebraucht irgendwo, aber es ist halt auch nicht gerade wenig Geld. Und ich bin der Meinung, ich habe das Wichtigste dort eigentlich raus extrahiert. Und ja, wie gesagt, prüft natürlich alles selber und forscht auch selber nach. Ich möchte hier sowieso auch mich nicht als Lehrer darstellen, sondern euch auf diese Dinge hinweisen, das mit euch teilen, denn mein Leben hat es auf jeden Fall und mein Glauben auf jeden Fall auch mal stark, stark verändert. Und auch mein Leben mit dem Herrn, sowohl mit dem Vater als auch mit Jeschua. Und ich kann euch empfehlen, nochmal diese Essener Evangelien auch zu lesen, wenn ihr dort die deutsche Übersetzung von mir haben wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren dort schreiben, dann werde ich euch die zukommen lassen. Und ansonsten hatte ich euch auch gezeigt, auf welchen Seiten ihr dort die englische Version dieser Evangelien dort finden könnt. Und für mich hat auf jeden Fall nochmal diese, haben diese Essener Evangelien nochmal wesentlich mehr Ehrfurcht auch vor Jeschua auch dort mir gegeben. Und im Endeffekt, ja, wenn man sich fragt, wenn man sich die richtigen Fragen stellt, dann wird man zu dem Ergebnis kommen. Definitiv, so sehe ich das, dass Jeschua diese Dinge auch definitiv gelehrt hat, denn wir finden dort mehr als nur Hinweise, in meinen Augen sogar Dutzende Beweise in der Heiligen Schrift, in der Bibel, dass dies der Fall war. Und in dem Sinne, seid gesegnet im Herrn und im Namen unseres Herrn Jeschuas. Und sein Friede sei allezeit mit euch und bis zum nächsten Video. Shalom.